Hallo und willkommen. Ja, mir ist gerade etwas passiert. Die Aufnahme hat nicht gestartet. Deswegen habe ich jetzt hier ja ein paar Eisenschaufeln mehr im Inventar und habe hier auch ja eine Enderperle. Die hat man, glaube ich, noch. Habe ein bisschen Holz gefarmt und habe hier in der Mitte eine Falltür reingebaut, die wir hier öffnen können und die wir hier auch wieder schließen können, damit wir hier nicht reinfallen. Das ist ja auch der Sinn einer Falltür, dass man nicht reinfallen kann. So, es tut mir zwar leid, dass ihr jetzt hier meinen Monolog nicht so mitgekommen habt, wo ich ein bisschen Holz dort hinten gefarmt habe. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier einfach weiter schaufeln. Und ja, das hier unten einfach mal ein bisschen Fundament ausheben. Das werde ich hier oben dann wahrscheinlich mit nur aus Gründen der, ja, damit es besser aussieht. Da ist sie weg. So. Nur damit es besser aussieht, werde ich diesmal mit Kobbel zumachen. Auch wenn das wahrscheinlich dann keiner mehr sieht. Im Endeffekt, aber alles, was wir bauen, bauen wir dann in diese Richtung und ja. Nanu. Bin ich ein bisschen sprachlos. Ach so, ich bin ja noch gar nicht so weit rüber gewesen. Ja, tut mir leid, ich habe etwas verpeilt. Da haben wir dann auch unsere Eingangstüre oben. Wir werden uns dann eventuell auch einen Abgang, einen Leiter oder irgendwas bauen, wo wir hier runterkommen. So, und auf dieser Höhe wird hier unter der Falltüre natürlich unsere Items aufgesammelt. Das heißt, hier muss eine Etage tiefer Wasser fließen, was über diese Hopper fließt, also diese Trichter heißen, glaube ich, auf Deutsch jetzt sogar schon übersetzt. Kann mich jetzt auch irren, aber das macht ja nichts. Irren ist menschlich. Und noch bin ich ein Mensch. Muss mich auch entschuldigen, dass es hier unten eventuell etwas dunkel ist. Ach, das ist der Außenbereich unseres Turms. Ja, den nehme ich mal nicht mit. Wir nehmen nur diese, ja, Dings mit. Aber nach hier müssen wir ja eh noch ein bisschen ausbuddeln. Dann werden wir uns das nachher hier oben einfach nachher etwas abändern. Da wir eh nach unten müssen, werden wir jetzt hier mal aufmachen, dann haben wir eh Licht. Dann haben wir hier neben dem Turm erstmal eine schöne tiefe Grube. Aber das macht knapp die Hälfte. Das schaufeln wir nachher einfach wieder zu. So. Ja, ich sehe schon, mir gehen die Worte aus. Und deswegen werde ich hier das wahrscheinlich auch offscreen etwas mehr ausheben. Denn, wie gesagt, ich will euch nicht langweilen und das heißt ja, ich spiele Minecraft und das heißt nicht mehr Let's Play. Und ich spiele Minecraft heißt auch, dass ich einiges offscreen mache. Von dem, wo es wirklich absolut langweilig für euch wird. Und was ich jetzt hier mache, werdet ihr hier sehen.
Ich hebe hier einfach nur ein Loch aus. Und bereite damit eigentlich etwas vor, was ich dann bauen werde. Was ich, ja, viele haben schon Tutorials drüber gemacht, was mit den neuen Hoppern so möglich ist. Und genau das, Redstone gesteuert, werden wir richtig schön durchbauen. Es gibt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ihr das, ihr wisst ja, ich habe da eine Baustation, eine Brennstation gebaut unter meiner Scheune. Und dort ist ja bekanntlich auf dem Server ständig die Glock stehen geblieben. Und jetzt habe ich herausgefunden, wie man eine Comparator Clock baut, die ja sich selber updatet. Zumindest updatet, wenn, ja, wenn, nicht wenn der Server startet, sondern wenn in diesen Hoppern neue Items reinkommen. Und genau diese Clock werden wir dann hier mehrfach in unsere Maschine verbauen. Denn es bringt nichts, wenn die Clock läuft, während das die Hopper leer sind. Das hat eigentlich keinerlei Sinn. Und außerdem ist die Clock dann auch noch relativ klein. Und sie datet sich selber ab, also ist auch servertauglich. Und die Idee stammt leider nicht von irgendeinem Redstone-Profi, sondern diesmal habe ich selbst mal herausgefunden, wie das funktioniert. Und da bin ich richtig stolz drauf. Ich muss hier nur aufpassen, dass ich hier nicht in den, ja, in diese Grube falle. Denn da unten sind wir ein paar Herzen los, wenn wir da runterfallen. Und außerdem habe ich ja wieder Hunger. Das heißt, ich muss euch wieder mal die Ohren voll schmatzen. Und man, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, dort oben ist unsere letzte Plattform. Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten, glaube ich, 41 oder 42 Etagen, in dem ja, Weizen wächst. Damals war es ein Weizentower. Aber wie ihr es gesehen habt, man kann nicht nur Weizen anpflanzen, sondern man kann jetzt auch Kartoffeln und Möhren anpflanzen. Und genau das können wir dann auch hier in diesem Turm tun. Ich habe mir auch eine Idee überlegt, wo man eventuell jede Etage einzeln abernten könnte, aber der Aufwand, da Redstone von unten nach oben zu legen, ist dann so dermaßen hoch, dass ich diese Idee gleich, nachdem ich sie hatte, wieder verworfen habe. Denn ich müsste für jede Etage ein eigenes Kabel nach oben legen. So, und dann stellt euch vor, ich habe 41 oder 42 Etagen und ich weiß nicht, wo man die Kabel denn langlegen könnte. Die müsste ich ja dann hier einen Turm daneben bauen, der im Bus die Kabel nach oben leitet. Und ja, ich habe irgendwo gesehen, da kann man dann so ein sogenanntes Telefonsystem bauen. Also ein Pulsgenerator, der zum Beispiel bei 3 Pulsen zum Beispiel die dritte Etage, bei 4 Pulsen die vierte Etage anschaltet. Ja, aber diese Schaltung ist so kompliziert, dass ich sie hier in diesem Turm zumindest nicht auf diesen Raum verbauen kann. Und ja, die Sonne geht wieder unter und deswegen
schaufle ich jetzt hier nur noch ein bisschen zu Ende. Die Erde, die hier mal ein bisschen runterfällt, die ist nicht so von Belang. Wir haben genug Erde. Cobblestones werden wir wahrscheinlich noch häufiger brauchen. Ne? Aber ich werde mal schlafen gehen. Und werde dann hier offscreen weiter ausheben. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. So, ich werde jetzt erstmal schlafen gehen. Wir sehen uns dann nach der Aufnahme. Also nach den Offscreen-Arbeiten sehen wir uns dann eventuell wieder. Wenn ihr möchtet. Und ich lege mich jetzt ins Bett und gute Nacht. Und tschüss.